willkommen hier in Karlsruhe. Wir haben uns nicht entmutigen lassen. Karlsruhe Underdogs. Der Geschichtspodcast auf Campusradio Karlsruhe. Hallo und herzlich willkommen bei Karlsruhe Underdogs. Mein Name ist Martin. Und mein Name ist Nico. Ihr beide sind Historiker und möchten euch, inspiriert vom Podcast Geschichten aus der Geschichte, eine Person aus der Karlsruher Historie vorstellen. Dabei weiß mein Gegenüber noch nicht, welche Person ich ihm gleich vorstellen werde. Viel Spaß! Ja, willkommen zurück zu Karlsruher Underdogs. Wir sind jetzt mitten im Sommer angekommen, das Wetter ist gut, sehr heiß, es ist vielleicht nicht die beste Aufnahmesituation aller Zeiten, aber dennoch sind wir auch diesen Monat wieder für euch da. Aber nochmal zurückblickend, Nico, weißt du noch, worum es letzte Folge, über welche Person wir da geredet haben? Ja, da hast du uns berichtet über die Biografie von Wilhelmine Müller. Und das war eine Lyrikerin, die einige Gedichte verfasst hat und sich auch vor allem für die Ausbildung von Frauen eingesetzt hat. Und in ihren Gedichten hat sie vor allem die Höhen und Tiefen in ihrem, ja, am Ende doch kurzen Leben bearbeitet. Also sie hat ja auch ihre Kinder schon im Säuglingsalter verloren und da hat sie einfach das ihr Leben verarbeitet. Und verheiratet war sie, und das war so ein anderer Strang in der Erzählung, die du letztes Mal präsentiert hast, verheiratet war sie mit dem Buchhändler Christian Friedrich Müller, und der hatte ja so eine Fehde, also daraus ist der CF Müller Verlag hervorgegangen, den man auch heute noch kennt, so für juristische Schriften vor allem. Und der hatte eine Fehde oder eine Konkurrenz zum anderen Karlsruher Verlagshaus, dem Maklotschen, der Maklotschen Verlagsdruckerei. Und das war so die zweite Geschichte, die du da verpackt hast, fand ich auch sehr spannend und auch schön, dass du da wirklich auch Gedichte vorgetragen hast von Wilhelmine Müller. Das hat das alles lebendiger noch gemacht. Ein bisschen stockend vorgetragene Dichtkunst aus dem 18., 19. Jahrhundert nochmal anhören möchte, der kann gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Aber abgesehen davon finde ich es auch eine spannende Person mal wieder, um mich jetzt nicht selbst wieder zu beloben, aber vor allem quasi die Frage, die man nicht abschließend ganz beantworten kann, wie feministisch diese dichtende Frau um diese Jahrhundertwende eigentlich genau zu deuten ist und was sie genau von der Rolle der Frau in der Gesellschaft gehalten hat. Das kann man zwar nicht abschließend klären, aber wir haben zumindest mal einen Versuch gemacht. Aber jetzt bin ich ja auch sehr gespannt, wen du jetzt für diese Folge hervorgeholt hast. Ja, dann steigen wir gleich mal ein. Wir haben nämlich ein straffes Programm, weil die Person sehr aktiv war, würde ich mal sagen. Und also die verlangt auch nach einer umfangreichen Biografie. Ja, auf jeden Fall. Und ja, Martin, ich hätte gleich mal so eine Frage an dich. Was haben die Schwarzwaldbahn, die Gotthardbahn, die Rheintalbahn, die Höllentalbahn und das Ravenna-Viadukt gemeinsam? Ich würde mal sagen, das sind Bahnstrecken, die über Berge verlaufen. Und wahrscheinlich geht es eine Folge, wo es um quasi wieder ein Eisenbahnpionier geht und wahrscheinlich auch gewisse Infrastrukturgeschichte in, ich will jetzt nicht sagen extremen Gebieten, aber wahrscheinlich schon herausfordernden Gebieten, oder? Ja, also auf den Punkt, auf den ich zunächst mal hinaus wollte, ist natürlich, dass die Person, die ich heute mitgebracht habe, maßgeblichen Anteil an der Errichtung hat. Aber ganz genau, also wir werden auch wieder ein bisschen in die Eisenbahngeschichte einsteigen, auch Infrastrukturgeschichte. Aber ich würde sagen, es ist so ein bisschen zweigeteilt, weil es wird auch um politische Geschichte gehen. Aber zunächst mal müssen wir herausfinden, welche Person das überhaupt ist. Du bist schon so... Ich überlege gerade, weil es gibt, mir fallen ein bisschen zwei Eisenbahnpioniere an, aber ich glaube, du meinst, es ist Gerwig? Heißt der Gerwig mit Nachnamen? Ja, ganz genau. Ja, da kann man so als Fun Fact sagen, so ungefähr 3 Minuten von uns im Aufnahmestandort befindet sich auch die Gerwigstraße. Also
Ja, und auch der Brunnen gibt es ja. Genau. Das wäre mein letzter Tipp nämlich gewesen, wenn du es nicht wusstest. Weil ich bin da neulich mal durch diese Straße gelaufen und dachte mir, ah, der klingt aber interessant, den packe ich mir mal auch auf die Liste. Aber das ja, ich hoffe, so. Ich habe jetzt da nichts vorweggenommen. Nö, ich habe da jetzt keine großen Vorbereitungen getroffen, okay. Aber das ist auch eine Person, die ich mal irgendwie auf dem Schirm hatte, aber wie gesagt, mit der Biografie habe ich mich bisher nicht auseinandergesetzt, darum bin ich sehr gespannt jetzt, was du mir da gleich vorstellen wirst. Ja, und ganz ehrlich, habe auch noch ein bisschen erwartet, dass du wenigstens schon mal Berührungspunkte mit der Person hattest. Als gewissenhafter Karlsruher Stadthistoriker habe ich mir schon gedacht, dass du da schon dir Gedanken zu ihm gemacht hast oder wenigstens mal von ihm gehört hast. Ja, ich würde sagen, da du das jetzt auch so schön erraten hast, springen wir vielleicht einfach, also oder vielleicht ganz zu Beginn noch mal ganz kurz, also so, was man sagen kann, also wie du auch schon gesagt hast, es gibt Straßen, die heute nach Gerwig benannt sind, Schulen sind nach ihm benannt, es gibt auch ein Musical, was nach ihm benannt ist, Gerwig, das Schwarzwald-Musical heißt es, okay. Soviel ich weiß. Und ja, er ist halt wirklich einer... Ich würde sagen, einer der prominenteren Underdogs. Ja, ich muss sagen, so Musical hätte ich jetzt die Erwartung, wenn ich jetzt letztes Mal schon ein paar Gedichte vorgetragen habe, dass du mir jetzt auch gleich eine Musical-Darbietung dann gibst. Ja, also ich wollte gerade anfangen zu singen. Nein, ich glaube, darauf verzichten wir heute. Schade, vielleicht in Extended-Version, die dann ein bisschen verschwinden wird. Director's Cut kommt es dann vor. Vor allem sein Hauptwerk, die Schwarzwaldbahn, ist halt bis heute eng mit seinem Namen verknüpft. Und in einem Artikel der Badischen Neuesten Nachrichten aus dem Jahr 2020 hieß es, der Schwarzwald wäre ohne Gerwig vermutlich ein weißer Fleck, ohne nennenswerte Industrie und mit spärlichem Tourismus. Und selbst wenn es eine badische Schwarzwaldbahn gäbe, ohne den Ingenieur aus Karlsruhe, wäre es nicht der großartige Wurf mit den berühmten Kehrschleifen. Zitat Ende. Genau, und jetzt starten wir einfach mal wie immer eigentlich bei den ersten Jahren oder mit der Geburt. Also wir beginnen vor mehr als 200 Jahren in der großherzoglichen Residenzstadt Karlsruhe. Eine Eisenbahn, mit der Gerwig dann Zeit seines Lebens eng verbunden sein wird, gibt es im recht jungen badischen Großherzogtum zu der Zeit noch nicht. Also Baden ist ja im Folge der Napoleonischen Kriege gerade erst zum Großherzogtum geworden. Und das Leben ist schwer, die Zeit der Napoleonischen Kriege ist gerade zu Ende gegangen. Armut und Elend sind in weiten Teilen Europas ein stetiger Begleiter eines großen Teils der Bevölkerung. Baden hatte 2 Jahre zuvor seine Verfassung erlassen und in der Verfassungsurkunde vom 22. August 1818 hatte Baden kurz nach dem Königreich Bayern, aber immerhin noch als einer der ersten deutschen Staaten die Grundrechte des Volkes verankert und auch die aus dem Mittelalter übrig gebliebenen Einengungen des Individuums wie Leibeigenschaft und Zehnt befanden sich auf dem Rückzug. Und in dieser Zeit wird nun eben am 2. Mai des Jahres 1820 Robert Gerwig als Sohn eines großherzoglich-badischen Ministerialrevisors geboren. Über Gerwigs Privatleben ist wenig bekannt, da sein Nachlass sich in der Bahndirektion Karlsruhe befunden hatte und diese bei einem Luftangriff am 3. September 1942 wurde schwer beschädigt wurde und dann auch der Nachlass verbrannt ist. Bekannt ist, dass die Familie Gerwig neben Robert waren, dass sein Vater Christian, der ursprünglich aus Pforzheim war, sowie seine Frau Caroline, die jedoch bereits 1842 starb, sowie die 4 Geschwister von Robert Gerwig. Und sie und die Familie zog eben häufig innerhalb von Karlsruhe um. Und nach dem Tod von Caroline heiratete Christian Gerwig noch ein 2. Mal und das vermutlich die Schwester von Gerwigs Mutter Amalie. Wie der Vater, so sollte auch Robert zeitlebens eine enge Verbindung zum badischen Staat haben. Nachdem er bis 1834 das Karlsruher Lyzeum besucht hatte, wechselte er seinen mathematischen und technischen Neigungen entsprechend an eine andere Schule. Ich schätze mal, du kannst dir denken, an welche Schule er gewechselt ist. Wahrscheinlich das Karlsruher Polytechnikum geht ähnlich schon wie der andere Eisenbahnpionier, den wir schon mal hatten, mit Emil Kessler. Gibt es da eine enge Verbindung zur badischen Eisenbahngeschichte und dem Karlsruher Polytechnikum, oder? Ganz genau, er ist dann natürlich ans Polytechnikum gewechselt und ja, bei Kessler kann man auch ein bisschen dann mehr zum Polytechnikum nochmal nachhören in Folge 13.
Ja, das Wichtigste nur auch hier nochmal kurz zusammengefasst, das war eben der Nukleus der späteren Technischen Hochschule und des heutigen KIT, wurde 1825 nach dem Vorbild der Pariser École Polytechnique gegründet und der Zweck war halt in erster Linie, auf modernen wissenschaftlichen Grundlagen Offiziere und Baubeamte für den Staat heranzubilden. 1839 bestand Gerwig die schulische Abschlussprüfung mit sehr großem Erfolg. Und 1841, die badischen Biografien nennen das Jahr 1840, legte er das Staatsexamen für Ingenieure ab und begab sich sogleich als Praktikant der Oberdirektion für Wasser- und Straßenbau in den Staatsdienst. Wie Gerwigs Biograf Michael Tocher bemerkt, war Gerwigs Weg als Baufachmann folglich aufs Engste mit der Bildungspolitik seiner Zeit verbunden, stellte doch der badische Staat erst die Grundlagen dafür bereit, dass Gerwig der werden konnte, der er dann später geworden ist. Als badischer Ingenieurpraktikant lernte er dann das Großherzogtum ausführlich kennen, so arbeitete er in Bruchsal, Freiburg und Rastatt und sammelte auch bereits erste Erfahrungen im Eisenbahnbau. Vielleicht kann man da noch erwähnen, dass es ja auch kein Zufall ist, dass da auch der badische Staat eine wichtige Rolle spielt, weil halt erst quasi im 19. Jahrhundert durch diese Zentralisierung des Staatswesens in verschiedenen deutschen Teilstaaten auch erst so quasi solche infrastrukturellen Großprojekte erst in Angriff genommen werden können. Zum einen, weil sich der Staat drum kümmert und zum anderen, weil der Staat dann erstmals technische Ausbildung wie eben in diesen polytechnischen Schulen organisiert. Ja, ganz genau. Und wir kommen später auch nochmal kurz zu dieser Idee, eben überhaupt Eisenbahnen zu bauen. Und da hat der Staat eben sicherlich eine ganz entscheidende Rolle gespielt. 1846 dann, mit noch nicht einmal 26 Jahren, wurde Gerwig schließlich die Staatsdienereigenschaft vergeben und er wurde mit ersten eigenen Referatsgeschäften des Wasser- und Straßenbaus beauftragt. Schon zu Beginn seiner Ingenieurskarriere werden so elementare Wesenszüge Gerwigs offensichtlich wie seine Zielstrebigkeit, seine Akribie und sein Fleiß. Also ganz in Tugenden von einem erfolgreichen Ingenieur entsprechend. Ja. In diese Zeit fiel auch Gerwigs Heirat mit der Tochter des Direktors der Hofdomänenkammer, Caroline Beger. Also Hofdomänenkammer, da geht es dann um irgendwie so Finanzverwaltung oder. Ja, Domänen waren ja genau Landverwaltung, ja. Also die Ehe soll zeitlebens glücklich gewesen sein, jedenfalls wenn man den badischen Biografien glauben möchte. Übrigens, den Artikel in den badischen Biografien hat auch jemand geschrieben, der schon vorgestellt wurde hier. Ja, dann muss es ja Friedrich von Weich sein. Ja, ganz genau. Und jedoch blieb sie kinderlos und das hat Gerwig wohl durchaus belastet, dass er keine Nachkommen hatte. Aber er blieb mit seiner Frau zeitlebens auch zusammen. Doch 1850 trat in Gerwigs Leben ein, Zitat, nicht unwichtiges Ereignis, Zitat Ende, wie der Verfasser des Standardwerks zu Robert Gerwig, Albert Kunze Müller, betont. Hast du vielleicht eine Idee, was dieses Ereignis sein könnte? Also es geht um einen Job, den er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal was gehört hast dazu, der nichts direkt mit Bauingenieur oder Eisenbahnen zu tun hatte. Von welchem Jahr sprechen wir gerade genau? 1850. Also er ist gerade sozusagen, ja, frisch Beamter geworden und hat da seine ersten Aufgaben erledigt. Und jetzt hat ihm der badische Staat eine neue Aufgabe zuteil werden lassen, die jetzt nicht so naheliegend ist, dass du es wirklich wissen müsstest. Ich rate dann einfach mal rein. Also es geht ja wahrscheinlich jetzt nicht um Bauprojekt. Ich sage einfach mal irgendwie Landvermessung oder sowas. Oder ich wüsste jetzt nicht, was sonst so ein Staat für Interessen noch haben könnte. Ja, also es ist... Ich finde deine Idee nicht mal schlecht. Okay, aber tatsächlich. Schon ein bisschen. Nee, gar nicht. Aber tatsächlich, also es war so, dass in Furtwangen wurde eine Uhrmacherschule gegründet. Und man kam eben auf die Idee, Gerwig könnte ja die Direktion dieser Uhrmacherschule übernehmen. Der Hauptgrund, warum sie gegründet wurde, war einfach, dass man der kriselnden Uhrmacherindustrie halt im Schwarzwald helfen wollte und unter die Arme greifen wollte. Gerwigs Begeisterung hat sich so in Grenzen gehalten, weil er jetzt eigentlich Ingenieur war und jetzt nicht irgendwie so für die Verwaltung von einer Schule oder sich nicht darin gesehen hat, so eine Schule zu verwalten.
Doch letztendlich blieb er konnte er den Großteil des Jahres auch in Karlsruhe arbeiten und übernahm auch weiterhin Aufgaben für die Baudirektion. Und in Furtwang hielt er sich nicht sonderlich häufig auf. Also, keine Ahnung, heute würde man vielleicht sagen, so Remote-Arbeiten oder so. Also er musste jetzt nicht vor Ort sein, großartig. Dennoch hat er auch hier einige Impulse gesetzt. So rief er zum Beispiel dazu auf, ein neues Uhrengehäuse zu entwerfen, woraus dann die Bahnhäusleform als Inbegriff der Schwarzwälder Kuckucksuhr hervorging. Er brachte 1852 bis 1856 das Gewerbeblatt für den Schwarzwald heraus und errichtete Schulungskurse für die heimischen Stroh- und Korbflechter ein. Was ihn auch noch in späterer Zeit begleiten sollte. Also so Strohflechter können wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten für später. Dann auf anderer, größerer Bühne, aber ja, so als im Hinterkopf. Erst 1857 verließ Gerwig auf eigenen Wunsch den Direktionsposten. Kunze-Müller vermutet, dass die Zeit als Direktor in Furtwangen für Gerwig äußerst bedeutend war, weil er hautnah die sich verändernde wirtschaftliche Lage halt erlebt hat. Die Epoche der Heimarbeit war vorbei, der Industrie gehörte die Zukunft. Diese aber brauchte die Eisenbahn eben als Schrittmacher. Bahnbau und Industrialisierung statt handwerklicher Produktion, so lautete das Motto der anbrechenden Industriemoderne. Dem Erbauen eben dieser Bahnlinien widmete sich Gerwig in dem Folgenden mit ganzer Kraft. So war er bereits 1851 Assessor geworden, was die Unwiderruflichkeit der Staatsanstellung beinhaltete, 1853 Baurat, 1863 Oberbaurat und 1871 dann schlussendlich Baudirektor. Die letzte Beförderung hing eng mit einem Abwerbeversuch aus der Privatwirtschaft zusammen, denn im selben Jahr hatte Gerwig vom Schweizer Eisenbahnmagnaten Alfred Escher den, sagen wir mal, gut bezahlten Posten des Oberingenieurs bei der Bötzbergbahn angeboten. Gerwig zeigte sich auch durchaus gewillt, die Stelle in der Schweiz anzunehmen, doch der badische Staat lehnte sein Ersuchen um einen zweijährigen Urlaub mit dem Hinweis auf die Bauarbeiten im Schwarzwald ab. Um dem verdienten Staatsdiener den Verbleib jedoch zu erleichtern, wird er jedoch befördert und damit zusammenhängend auch sein Gehalt aufgebessert. Deswegen ist er dann eben Baudirektor geworden. 1872 kommt es dann aber doch zur, wenn auch nur zeitweiligen, Trennung von Gerwig und Baden. Denn, ist auch wieder natürlich einfach biografisch begründet, dass eben sich wieder der Eisenbahnmagnat aus der Schweiz gemeldet hat, und zwar der Alfred Escher. Und diesmal hat er ein neues Projekt am Laufen gehabt, und zwar die Gotthardbahn. Hat ihm diesmal eben ein nicht minder lukratives Jobangebot als Oberingenieur der Gotthardbahn gemacht. Und ein zweites Mal wollte Gerwig die Chance nicht verstreichen lassen. Genau, und er will sich das dann nicht entgehen lassen und nimmt den Posten auch an. Und diesmal zeigt sich der badische Staat auch verständnisvoll. Und zum Abschied erhielt Gerwig auch das Kommandokreuz zweiter Klasse des Ordens vom Zähringer Löwen. Doch das ist nicht das einzige Abschiedsgeschenk, das Gerwig bekommt. Was glaubst du, Martin, was ihm der badische Staat noch zugesteht? Irgendwie so eine Verdienstrente oder sowas? Ja, es geht tatsächlich in die Richtung. Oder vielleicht so ein Angebot, dass sie den auf jeden Fall wieder zurücknehmen, wenn er sich wieder meldet. Ganz, ganz genau, ja. Er ist sowieso bekannt dafür, dass er gerne vorausplant, und auch in dem Bereich plant er dann eben sozusagen. Das ist eigentlich ganz gut für einen Eisenbahningenieur, wenn er ein bisschen vorausplant. Ja, schaden tut's nicht. Und auch hier plant er gut voraus, und zwar lässt er sich eben zusichern, dass nach Abschluss des Bauprojekts in der Schweiz er wieder in den badischen Staatsdienst zurückkehren darf, wenn er das möchte. Und tatsächlich meldet sich Gerwig nach 3 Jahren wieder in Karlsruhe, nachdem er in der Schweiz aufgrund von Streitigkeiten mit dem Direktorium der Bahn, und es wird ihm auch vorgeworfen, das dauert alles zu lang und er ist dazu, ja, es wird zu sehr verzögert und es kommen ihm zu zunehmenden Schwierigkeiten. Und deswegen tritt er 1875 dann wieder als Kollegialmitglied und Vorstand der technischen Abteilung in die Generaldirektion der Badischen Staatseisenbahnen ein. Kehrte also wieder in den Badischen Staatsdienst zurück. Gerwigs Meisterstück, mit dem er sich auch beim Schweiz-Modernisierer Escher für die Gotthardlinie empfohlen hatte, war aber die von 1863 bis 1873 nach seinen Plänen erbaute Schwarzwaldbahn. Nach den Vorplanungen, an denen Gerwig bereits mitgewirkt hatte, begann 1866 schließlich der Bau der Schwarzwaldbahn.
von Offenburg in Richtung Hausach und von Singen in Richtung Donaueschingen. Hier führte Gerwig seine zur Höhengewinnung erdachten Kehrschleifen und Kehrtunnel ein. Weißt du, was ein Kehrtunnel ist, Martin? Explizit jetzt nicht. Ich könnte mir nur so vorstellen, wenn es mit einer Kehrschleife zu tun hat, da geht es auch um quasi die Steigung. Das halt eine Bahn kann halt nicht so besonders steile Trassen hochfahren, dass man da dann so Kurven und Schwingungen einbaut, dass man da dann den sanfteren Aufstieg hat. Vielleicht da halt auch diese Tunnel, dass die da man halt so Tunnel so entsprechend einplant, dass halt die Steigung passt. Ja, ganz genau. Also ein Kehrtunnel ist ein in einer Kurve verlaufender Tunnel, der von Bahn oder Straße benutzt wird, um große Höhenunterschiede auf kleinem Raum zu überwinden. Der Verkehrsweg beschreibt dabei im Innern des Berges eben eine Kehre oder eine Kehrschleife, wie du schon gesagt hast. Und dadurch wird die Trasse eben künstlich verlängert, sodass Höhenunterschiede überwunden werden können, bei denen eine gerade Linienführung zu einer übermäßigen Steigung geführt hätte. Doch was waren die Rahmenbedingungen, in denen Gerwig wirkte und was war seine Rolle in dieser Transformation? Wie bereits angedeutet, war Gerwig die ersten 3 Jahre als Ingenieurpraktikant bei verschiedenen Dienststellen im Mittelabschnitt der Rheintalstrecke Mannheim-Basel beschäftigt gewesen. 1859 plante und baute er dann die Rheinbrücke zwischen Waldshut und Koblenz. 1860 bis 1863 wirkte er an der Fortsetzung der Hochrheinbahn von Waldshut nach Konstanz mit. Und mit der Planung und dem Bau der Schwarzwaldbahn war er dann von 1863 bis 1872 befasst. Jedoch konnte er die Eröffnung dann eben aufgrund der Tätigkeit in der Schweiz nicht miterleben. Sein letztes großes Projekt war dann die Höllentalbahn von 1884 bis 1887 erbaut, wobei er auch ihre Vollendung nicht mehr miterlebte, da er 1885 starb, dazu aber später mehr. Neben den Eisenbahnlinien plante und betreute Gerwig auch den Bau von Straßen, so die Albtalstraße von Albbruck nach St. Blasien ab 1853, die Verbindung Obersimonswald-Furtwangen, den Reichenaudamm und die Straße von Förnbach über die Friedrichshöhe nach Villingen. Die Infrastrukturmaßnahmen, für die Gerwig verantwortlich war, fügten sich, wie sein Biograf Tocher betont, in ein Gesamtkonzept ein. In England beispielsweise wurden die Eisenbahnen entlang schon bestehender großer Verkehrswege gebaut. In Deutschland dagegen waren sie ein Mittel, Handel, Industrie und Verkehr überhaupt erst hervorzubringen. Deshalb betrachteten die liberalen Verwaltungen der Einzelstaaten den Bahnbau neben der Zoll- und der Bildungspolitik als zentrale Maßnahme zur Belebung der Wirtschaft. Das war auch durch die Förderung und Kontrolle von Privatbahnen zu erreichen, aber erst wenn der Staat selber die Bahnen baute, konnten Gemeinwohl und die Hebung des Lebensstandards in allen Landesteilen Vorrang vor privaten Profitinteressen gewinnen. Ich meine, da ist halt auch wahrscheinlich so in England zu der Zeit, gibt es halt schon die entsprechende Metallindustrie und Eisenbahnindustrie, die halt da, wo dann auch die Privatwirtschaft irgendwas aufziehen kann, wenn man halt sich aber gerade so deutsche Staaten anguckt und besonders, sag ich mal, Staaten, oder Gebiete wie der Schwarzwald, die sehr wenig industrialisiert sind zu diesem Zeitpunkt noch, dann wird da halt auch niemand von sich aus eine Eisenbahn anfangen zu bauen, wenn nicht der Staat dahinter steht. Ganz genau, weil eben nur der Staat auch bereit ist, diese notwendigen, aber wie du sagst, unrentablen Strecken zu bauen. Mhm. Und aus den rentablen Strecken, die es dann gibt, ist eben diese unrentablen zu subventionieren. Baden im Allgemeinen und die Schwarzwaldbahn im Besonderen bieten für diese These von Tocher auch reichlich Anschauungsmaterial. Waren die meisten Bahnen in Deutschland bis zur Reichsgründung nämlich Privatbahnen, so hatte der Badische Landtag schon 1838 beschlossen, die Eisenbahn gänzlich als Staatsbahn zu betreiben. Ihr Ausbau, an dem Gerwig fast von Anfang an beteiligt war, folgte einer nachvollziehbaren Systematik. Zuerst wurde das Großherzogtum von Nord nach Süd durch die Hauptbahn Mannheim-Basel erschlossen, die von 1840 bis 1855 gebaut wurde. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen dieses englische Konzept sehen, an vorhandene Verkehrswege anknüpfen, weil ich meine, wahrscheinlich hat man damals halt auch viel über den Rhein transportiert, dass man auf den Rhein entlang baut. Ja, mit Sicherheit hat es eine wesentliche Rolle gespielt. Dann kam das Unter- und Oberland durch die Odenwaldbahn hinzu von 1862 bis 1866 und schlussendlich kam eben noch die Hochrheinbahn und die Schwarzwaldbahn dazu.
Aber auch erstaunlich, dass man da hunderte Kilometer Schienen verlegt, wo davor noch keine Infrastruktur ist und das innerhalb von den paar Jahren. Das ist irgendwie auch erstaunlich aus heutiger Perspektive. Ja, wir werden gleich sehen, dass die Menschen aber schon sehr erpicht auch darauf waren, auf diese Eisenbahn. Weil alle diese Strecken führten durch mehr oder weniger strukturschwache Gebiete, wie du schon richtig gesagt hast gerade, die wirtschaftliche Impulse durch den Bahnbau gut gebrauchen konnten. Überdies ist die Schwarzwaldbahn auch eine ausgesprochene politische Verbindung und zeigt, was Partikularismus der Schiene bedeutet. Letztlich ist sie in Verlauf und Ausstattung nur aus den Grenzlinien und den Integrationsbedürfnissen des badischen Staates zu erklären. Vielleicht hierauf kurz, also wir haben ja die Situation, dass Baden eben zum Großherzogtum wird durch die Napoleonischen Kriege. Und diese ganzen Landesteile sind ja zunächst mal aus unterschiedlichsten Einzelstücken zusammengesetzt. Also Vorderösterreich haben wir da um Freiburg rum, Kurpfalz, um Heidelberg rum. Ja. Ich meine, das ist vielleicht jetzt ein bisschen größenwahnsinniger Vergleich aus bayerischer Seite, aber als Beispiel kann man da auch die USA heranziehen, wo die Eisenbahn zum, wie man es in der Forschung nennt, Nation Building wahnsinnig viel beiträgt. Man kann sich so vorstellen, eigentlich, als die USA sich unabhängig erklärt haben, waren es halt ein Haufen von einzelnen Teilstaaten, die relativ wenig miteinander zu tun gehabt haben. Und dass es eigentlich erst wirklich ein einheitlicher Staat wird, wo man sich auch wirklich als Nation versteht, hat halt zum einen viel natürlich mit dem Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts zu tun, aber auch mit dem massiven Ausbau der Eisenbahn, wo man halt dann viel schneller von A nach B kommt, was halt für sowohl Politik, Kultur wichtig ist, aber auch die Wirtschaft, dass man sich als wirklich auch Finanzunion versteht. Das hat in den USA viel zum Nation-Building beigetragen und wahrscheinlich auch auf kleinerem Maßstab auch in Baden. Ja, ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und wie wichtig auch die Eisenbahn für die örtlichen Bevölkerungen war, zeigt beispielsweise Villingen. Denn dort hat man schon 1844 in einer Petition an Regierung und die zwei Kammern des Badischen Landtages auf den Punkt gebracht, dass das badische Oberland in Gefahr sei, durch Württemberg und die Schweiz umgangen zu werden, wenn es nicht auch das neue Verkehrsmittel erhielt. Also hier der wirtschaftliche Aspekt wieder, dass man eben angeschlossen sein muss an die Eisenbahn, um überhaupt Handel und Wirtschaft betreiben zu können. Und eine Petition aus Donaueschingen von 1846 befürchtete gar, dass, wenn die erbetene Schwarzwaldbahn nicht bald gebaut würde, Zitat, das ganze Oberland von Offenburg durch das Kinzigtal bis nach Konstanz unrettbar verloren sei, Zitat Ende. Insgesamt hagelte es 207 Petitionen, was die Schwarzwaldbahn angeht. Also sieht man einfach die ungemeine Bedeutung, die enorme ökonomische Relevanz, die der Eisenbahn zu dem Zeitpunkt zugesprochen wurde. Genau, das ist so zum ersten Abschnitt jetzt mal, also so Gerwig als Ingenieur, aber ich habe ja schon angedeutet, dass er auch als Politiker aktiv war oder in der Politik. Davon habe ich zum Beispiel noch gar nichts gehört, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und er war eben mehr als nur ein hoch angesehener Erbauer von Bahnlinien, also das haben wir jetzt schon gehört, dass er da sehr engagiert, sehr fleißig und auch eben sehr nachgefragt war. Aber fast sein halbes Leben lang war er eben auch Parlamentarier. Und was glaubst du, Martin, für welche Partei saß Gerwig in den Parlamenten? Hast du eine Idee? Okay, nein, das ist ein bisschen schwierig natürlich mit den Parteien damals, weil die es ja schon ein bisschen dann sehr von den heutigen unterscheiden. Das ist eine gute Frage. Also wo würdest du ihn denn einsortieren? So, man hat ja so diese großen Stimmen, so Sozialismus, ja, Liberalismus, Konservatismus. Man kann sich schon vorstellen, er ist halt viel im Staatsdienst. Für ihn ist wichtig, dass der Staat viel baut. Gleichzeitig hat er aber auch halt viel mit der Wirtschaft zu tun. Darum, ich sag mal, diesen Fortschrittsgedanken. Also ich könnte mir ihn sowohl bei den Liberalen als auch eher bei den sozialen Kräften sehen, aber irgendwie aus dem Bauchgefühl, ich immer sagen, das Liberaler. Ja, damit liegst du 100% richtig. Und zwar war er Abgeordneter für die Nationalliberalen. Die Nationalliberalen, vielleicht kurz, war eben eine liberale Partei, vor allem dann während des Norddeutschen Bundes und Deutschen Kaiserreichs,
ab 1866 und war aus einer Abspaltung des rechten Flügels der Deutschen Fortschrittspartei hervorgegangen. Und 1918 ging dann, also nach dem Ersten Weltkrieg, ging dann die Partei in der Deutschen Volkspartei auf. Kernpartei des Parteiprogramms waren die Nationale Einigung, zu deren Erreichung Parteivertreter auch auf Bismarck setzten, ein parlamentarischer und konstitutioneller Rechtsstaat und die Umwandlung des Deutschen Kaiserreichs in einen modernen Industriestaat. Die Nationalliberale Partei vertrat hauptsächlich die Interessen des national- und oder liberal gesinnten protestantischen Bildungs- und Besitzbürgertums sowie des industriellen Großbürgertums. Über 20 Jahre von 1855 bis 1878 vertrat Gerwig mit Unterbrechungen die Wahlkreise Wolfach, Hornberg, Triberg, Furtwangen, später zusammengefasst zum Wahlkreis Pforzheim, in der zweiten Kammer des Badischen Landtags. 9 Jahre zwischen 1875 und 1884 saß er für den Badischen Wahlkreis 2, Triberg, Villingen, Donaueschingen, Bonndorf, Engen im Reichstag in Berlin. Inwieweit Gerwig neben dem Baumeister auch den Typus des liberalen Bürgers mit einem Anspruch auf Partizipation verkörperte, lässt sich jedoch nur eingeschränkt sagen, da eben einerseits sein Nachlass vernichtet wurde und da die Nationalliberale Partei ihre Akten bis 1903 nicht archiviert hat und es dementsprechend keine Quellen aus den parteiinternen Meinungsbildungen und informelle Vorentscheidungen gibt. Was natürlich aus historischer Sicht dramatisch ist. Blutet einem ein bisschen das Geschichtsherz, wenn man so Sachen hört. Wir wissen daher auch nicht, ob Gerwig in Karlsruhe oder seinen Wahlkreisen Mitglied eines nationalliberalen Vereins war. Jedenfalls, so stellt sein Biograf Michael Tocher fest, war er offensichtlich nicht nur Beamter, der Aufträge von oben technokratisch effizient umsetzt, sondern er wollte auch gestaltend in Entwicklungen eingreifen. Nicht ganz unberechtigt scheint auch Thors Verweis auf die fehlende Gewaltenteilung zu dieser Zeit. Nämlich dann, wenn Gerwig in der zweiten Kammer bei einer Rede für die Finanzierung der Schwarzwaldbahn eintritt und kurz darauf als beamteter Ingenieur eben selber diese Bahn zu bauen hat. Aber, und das stellt Thocher auch fest, zu der Zeit war das durchaus verfassungskonform. Denn die Badische Verfassung von 1818 hat in § 37 Absatz 3 ausdrücklich auch vorgesehen, dass Staatsdiener Abgeordnete werden konnten. Immerhin waren auch mehr als die Hälfte der Deputierten aus dem Staatsdienst selber. In den Reichstag wurde Robert Gerwig viermal gewählt. 1875 erhielt er 64%, 1867 auch um die 68%. 1878 auch immerhin noch 63% und 1881 dann 53% der Stimmen. Also immer noch sehr solide eigentlich. Ja. Angesichts des politischen Klimas und der Konflikte der 70er Jahre erscheint aber bemerkenswert, dass ein katholisch geprägter Wahlkreis wie Donaueschingen-Villingen mitten in der Kulturkampfzeit einen evangelischen Nationalliberalen, also einen ideologischen Gegner des Katholizismus, nach Berlin entsandte. Ich meine, da kann man nochmal ganz, ganz auf unser Frühwerk verweisen mit der Folge über Julius Jolly. Wer da noch ein bisschen in unserem Frühwerk herumstochern will und was zum Kulturkampf in Baden hören will. Ja, aber was war so der Hintergrund? Also es war nämlich so, dass Donaueschingen-Villingen, also dieser Wahlkreis, den konnte das Zentrum, also die eigentlich katholische Partei, den Liberalen erst 1905 abjagen. Tatsächlich war es so, dass hier ein Sonderfall der politischen Kultur in Deutschland anzutreffen ist, denn Baden war zwar zu zwei Dritteln katholisch, aber der Liberalismus war während der zweiten Jahrhunderthälfte die tonangebende politische Kraft. Da gab es auch den Ausspruch, gut badisch sein heißt liberal sein. Zwar führten die Kulturkämpfe der 60er und 70er Jahre auch hier zu einem Aufschwung der katholischen Volkspartei, die eben ab 1888 dann Zentrum hieß, doch die Nationalliberalen konnten ihre Vorherrschaft behaupten. Gerade auch Donaueschingen war eine ihrer Hochburgen mit dem zweitgrößten nationalliberalen Bezirksverein im ganzen Land. Die herausragende Persönlichkeit war hier der Hofapotheker Ludwig Kirsner, der zur Führungsspitze der badischen Nationalliberalen gehörte. Er war 1871 auch der erste Abgeordnete seines Heimatwahlkreises im Reichstag, schied jedoch 1874 aus und widmete sich wieder verstärkt der Landespolitik. Sein Nachfolger wurde der bekannte Staatsrechtslehrer Robert von Mohl.
Als dieser 1875 starb, mussten die Nationalliberalen eine Persönlichkeit von ähnlichem Format in die Ersatzwahl schicken. Und wer konnte da aussichtsreicher antreten als der politisch gemäßigte Robert Gerwig, der die Region ja gerade 2 Jahre zuvor mit einer grandiosen Bahnlinie an Nation und Welt angeschlossen hatte. Gesagt, getan, Gerwig wurde dann auch Kandidat. Und es wurde auch nochmal hervorgehoben, dass alle anderen Rücksichten, also ob er jetzt katholisch oder evangelisch ist, das alles musste zurückstehen. Denn das Wichtigste waren ausschließlich eben die industriellen Interessen der Region. Und die seien bei Gerwig eben in den allerbesten Händen. Im Reichstag ergriff Gerwig das Wort zu Themen, die seine Sachkenntnis berührten. Oder hauptsächlich das Wort zu Themen, die seine Sachkenntnis berührten. In seinem ersten Redebeitrag am 6. Dezember 1876 sprach er sich beispielsweise dafür aus, die Aufsicht über die Schifffahrt über dem Rhein beim Reichskanzleramt anzusiedeln, während andere Redner darin eine politische Grundsatzfrage, nämlich die nach Reichs- oder Länderkompetenz erkannten, begründete Gerwig seine Stellungnahme ausschließlich technisch und mit Effizienzüberlegungen. Also der Ingenieur sozusagen. Mhm. Auch in späteren Debatten war der Rhein für Gerwig ein wichtiges Anliegen, aber noch häufiger meldete er sich in Fragen des Eisenbahnwesens zu Wort. Wenig überraschend, wie ich sagen würde. In der Haushaltsdebatte am 29. März 1878 plädierte er beispielsweise für eine nachhaltigere Beteiligung des Reichs am Bau der Gotthardbahn, wo er selber gerade als Oberingenieur tätig gewesen war oder kurze Zeit zuvor noch eben tätig war. Am 1. April 1878 sprach er als Berichterstatter über Rentabilität und Ausbau der Elsass-Lothringischen Bahnen. Stets befasste er sich auch mit Finanzierung, Beamtenstellen und Tarifen. Seine Redebeiträge waren sachorientiert und detailreich. Nur selten hörte man bei ihm grundsätzliche Positionen heraus, betont sein Biograf Tocher. So lässt er seine Auffassung über den technischen Fortschritt und die Rolle des Staates in der Wirtschaft erkennen, als er sich am 29. April 1879 für den Ausbau der Telegrafie einsetzt. Die Wissenschaft, so Gerwig, habe glänzende Fortschritte gemacht. In Zukunft werde man nur noch unterirdische Telegrafenlinien anlegen. Zitat: Und Sie wissen ja, dass andere Staaten dem vorleuchtenden Beispiel von Deutschland folgen werden. Zitat Ende. Gleichzeitig beklagte er mangelnden Einsatz für Zukunftsaufgaben. Zitat: Plötzlich lässt der Staat die Flügel hängen, weil er keine Eisenbahn, keine Kanäle, keine Straßen mehr bauen. Er will keine Telegrafenlinien mehr anlegen. Man sagt immer, wir müssen nur sparen. Aber, meine Herren, wenn wirklich Not im Volke ist, wenn es an Arbeit fehlt, wer ist denn als der Erste berufen zu helfen? Das ist der Staat. Er muss, soweit es irgend zulässig erscheint, dafür eintreten, dass durch öffentliche Arbeiten Beschäftigung gegeben wird. Zitat Ende. Ja, das erinnert ja ein bisschen an Gemeinschaftskundeunterricht. Irgendwie, da gibt es ja, zumindest was mir so bekannt ist, war eben diese Debatte mit Keynes und Hayek und der Frage, wie viel darf der Staat in die Wirtschaft eingreifen. Und diese Debatte finden wir jetzt ja eigentlich auch gerade immer noch weiter. Und das ist irgendwie immer wieder lustig, wenn man aufs 19. Jahrhundert zurückblickt und sieht, dass ganz ähnliche Debatten auch immer sehr anders geführt wurden, aber dass die da in ähnlicher Art und Weise auch schon mal irgendwie immer irgendwie vorgekommen sind. Ja, und vor allem hier in dem Auszug finde ich es auch bemerkenswert, dass eben der Liberale sich jetzt eigentlich für ja, den Staat einsetzt und verlangt, dass der Staat ja mal investieren soll. Und wenig liberal klingt es dann auch am 1. Juli 1879, als sich Gerwig zu Schutzzöllen auf Strohbänder für die Strohhutproduktion einsetzt. Da habe ich ja gesagt, das soll ein bisschen im Hinterkopf behalten werden. Denn die Freigabe der Zölle habe, Zitat, zum Verfall dieser achtbaren Beschäftigung von weiblichen Personen in den Bergdistrikten, Zitat Ende, beigetragen. Aber auch, Zitat, die inzwischen aufgetretene Konkurrenz aus China. In China werden auch durch Personen der niederen Klasse, die man wohl unter dem Namen Kulis zusammenfassen darf, Strohbänder gemacht. Dass diese dort nicht teuer zu stehen kommen, da sie über England zu uns in kolossaler Masse hereingeführt werden, dass manche Strohhutfabrikanten lieber diese wohlfeilen chinesischen Geflechte kaufen, wenn sie auch damit die inländische Industrie unterdrücken, das ist etwas Tatsächliches. Zitat Ende.
Ich hätte nie gedacht, dass das so ein großes Exportgut ist, dass man das sich überhaupt lohnt, irgendwie zu transportieren. Ich dachte, das klingt wie so wenig wert von Material und Kosten, dass man das über einen halben Globus verschifft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, einerseits eben das, andererseits eben auch wieder dieser Aktualitätsbezug einmal mit China, was mich auch sehr überrascht hat. Aber wenn man sich das eben überlegt, ja, die Engländer hatten da natürlich auch ihre Produktion in China. Und da sieht man, dass eben sich auch schon die Politik vor ja, einer ganzen Weile mit den Folgen der Globalisierung beschäftigt hat. Und auch liberale Grundsätze dabei ins Wanken geraten konnten. Deutlich wird in diesen Redebeiträgen aber auch, dass Gerwig die Erwartungen, er werde sich im Reichstag für die industriellen Interessen seines Wahlkreises und des Landes einsetzen, voll erfüllt. Komme ich jetzt noch zu einem Punkt, das war so das Projekt, was vielleicht, also was weniger jetzt mit Baden zu tun hat, was eher mit dem gesamten Kaiserreich, dem gesamten deutschen Staat zu tun hatte. Und zwar war Gerwig sehr engagiert, in den Debatten um den Bau eines Reichstagsgebäudes. Und, hat sich da auch auf dem Gebiet der Architektur einen Namen gemacht. Und zwar hat er da vor allem kontrovers mit dem rheinischen Zentrumsabgeordneten Dr. August Reichensperger diskutiert, an dem er sich immer wieder abgearbeitet hat. Ja, und auch ungewöhnlich dann auch emotional war im Vergleich zu seinen anderen Reden, wo er eben eher sachlich daherkam. Ich finde es ganz interessant. Ich glaube, das habe ich nur intro mal im Internet gesehen. Darum, ich weiß jetzt nicht, wie ausgearbeitet das war, aber dass es halt ja durchaus sehr verschiedene Pläne halt für ein Reichstagsgebäude gab. Und ich glaube, ich habe mal irgendwas gesehen, was an eine sehr, sehr gotische Kathedrale zum Beispiel erinnert. So ein absolut riesen Bauwerk mit Hunderten von Türmen, das mega in den Himmel ragt. Und ich weiß nicht, ob das jemals wirklich ernsthaft geplant wurde, aber das halt irgendwie sehr interessant ist, weil man heute, wie man Reichstag kennt, das ist ja das Gebäude, das man absolut mit der Politik in Deutschland verbindet, das ein sehr, sehr wichtiges Symbol einfach für unsere politische Kultur und Gesellschaft ist. Und dass man sich vorstellt, das hätte auch komplett anders aussehen können, das ist irgendwie auch spannend. Ja, und dein Hinweis auf Gotik passt sehr, sehr gut hier rein, denn dieser Herr August Reichensperger war eben genau einer der Vertreter, die sich für die gotische Variante eingesetzt haben und auch darauf beharrt haben. Ich meine, das wurde ja damals so verbunden, sowas auch gerade ins intuitiver, so in deutscher Baustil, der dieses konservative Nationalgefühl irgendwie auch bedienen sollte. Gerwig selber äußerte sich folgendermaßen, Zitat, meine Herren, ich kann mich solchen Gedanken durchaus nicht anschließen. Ich freue mich, dass heute noch ein Strahl der nationalen Begeisterung, welche seinerzeit in diesem Hause herrschte, als man sich für ein monumentales, der deutschen Nation würdiges Haus aussprach, zu uns hereindringt. Zitat Ende. Gerwig plädierte dafür, das Vorhaben der Budgetkommission zu übergeben und es dadurch zu beschleunigen. Und selber war er eben eher ein Vertreter des eines Baus im italienischen Renaissance-Stil, wie es dann ja auch später gebaut wurde und wie wir es heute auch noch kennen. Am 9. Juni 1883 debattierte der Reichstag dann den Entwurf des Architekten Paul Wallot, der einen monumentalen Renaissance-Bau vorsah. Eine Jury, der auch Gerwig angehörte, hatten ihm den ersten Preis zuerkannt. Reichensperger begründete noch einmal seine Ablehnung. Die italienisierende Renaissance habe keine Wurzeln in der deutschen Geschichte. Sie stamme aus einer Zeit, in der der Fürstenabsolutismus die Volksfreiheit vernichtet habe. Die gotische Kunst dagegen sei germanischen Ursprungs und habe im ganzen christlichen Abendland geherrscht. Und der neue Bau sei, so Reichensperger, der sei ihm zu palastartig und er wünsche sich, Zitat, fast das Glück dazu, so gern ich auch jünger sein möchte, dass ich nicht in den Reichstagspalast einziehen werde, ja, werde einziehen können. Zitat Ende. Das können wir uns auch immer mal im Hinterkopf behalten. Okay. Gerwig antwortete unmittelbar und führte aus, jede Zeit habe ihren Stil, das Parlamentshaus werde, Zitat, ein Zeichen der Kunstrichtung sein, in der wir eben jetzt leben. Zitat Ende. Gemeinsam mit anderen Abgeordneten brachte er den Antrag ein, der Reichskanzler möge mit der Parlamentsbaukommission dafür sorgen, dass der Entwurf Wallots ausgeführt werde und schloss seine Rede mit einem Kommentar auf die melancholische Bemerkung des Herrn Abgeordneten Reichensperger, dass er nicht mehr erleben möge, Zitat, in dem neuen Hause sein zu müssen.
Im Gegenteil, ich will von Herzen wünschen und hoffen, dass es ihm ebenfalls vergönnt sei, in diese Hallen der Renaissance wieder erstandenen Deutschen Reiches einzutreten und dass er sich dann hoch darüber freuen wird, dass es endlich dem deutschen Volke gelungen ist, auch ein äußeres Zeichen seiner Einigung gefunden zu haben. Ich bin fest davon überzeugt, es wird ein hoher Festtag für alle deutschen Stammesgenossen, für alle, die unter diesem Zeichen geeint sind, sein, wenn zum ersten Mal eingetreten wird in diese Hallen. Es wird dann das hoch über der Kuppel wehende schwarz-weiß-rote Banner uns alle mit Stolz erfüllen. Zitat Ende. Also, was ich auch spannend finde, ist, dass da so die Einheit betont wird. Und das sieht man ja auch so ein bisschen in der Gebäudearchitektur, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind ja diese vier Seitentürme, stehen ja für die vier Königreiche im Kaiserreich, also Württemberg, Bayern, Preußen und Sachsen. Ich habe immer gedacht, ich würde gerne so die Verschwörungstheorie im Umlauf bringen, dass die Hauptkuppel in der Mitte dann inoffiziell fürs Großherzogtum Baden steht. Ich finde, das wäre dem angemessen. Das Protokoll verzeichnete Bravo-Rufe das einzige Mal nach einer Rede von Gerwig. In diesen Rededuellen wird deutlich, dass es um mehr ging als nur um persönliche Vorlieben. Gotik oder Renaissance, das ist im Kern die ideologische Frage, an welche Traditionen das deutsche Volk anknüpfen und welches Selbstbild es in seinem wichtigsten staatlichen Bauwerk zum Ausdruck bringen wollte. Beide Seiten wollten ein Gegenwartsbedürfnis durch eine Geschichtskonstruktion absichern, wofür das Zeitalter des Historismus gleich mehrere Optionen bereithielt. Die Gotik hochzuschätzen bedeutete, sich am 13. Jahrhundert zu orientieren, als sich die großen Nationen Europas herausbildeten, aber durch das Band des gemeinsamen katholischen Glaubens geeint waren. Die Deutschen im mittelalterlichen Reich, so glaubte man besonders nach den Freiheitskriegen, hätten sich jene Baukunst in besonderer Weise anverwandt und sie zur Vollendung gebracht. Daher galt die Gotik ungeachtet ihrer französischen Ursprünge als altdeutscher Nationalstil. In der italienischen Renaissance dagegen traten der sakrale Sinngehalt und die volkstümlich-organische Auffassung zurück. Sie betonte mit ihren wuchtigen Rathäusern und Palazzi mit Bossenmauerwerk die Macht von Städten und Adelsgeschlechtern. Dieser Stil hatte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland begonnen, sich für Säkularbauten durchzusetzen, zunächst bei Banken, später auch bei Staatsgebäuden. Seiner Formensprache wurde die Kraft und Vornehmheit zugeschrieben, die Macht des Deutschen Reiches zum Ausdruck zu bringen. Deshalb herrschte weitgehend Einigkeit, dass auch der neue Reichstag so zu errichten sei. Reichensperger mit seiner Gotikbegeisterung war ein Rufer in der Wüste. Fast alle wollten einen monumentalen Baukörper, der Sieg, Einheit und Überlegenheit der Deutschen eindrucksvoll verkündete. Gerwig machte sich also zum Sprecher des, man würde heute sagen, Mainstreams, wenn er für die Florentiner Renaissance Partei ergriff. Und seine Formulierungen belegen, dass er sich mit deren ästhetisch-politischer Aussage identifiziert. Letztlich sind seine Argumente wie immer pragmatische gewesen. Die Architektur treffe nun einmal den Geschmack der Zeit und sie sei geeignet auszudrücken, was sie ausdrücken solle. Er hält Reichensperger entgegen, Zitat, wir können nicht aus der Vergangenheit schöpfen, Zitat Ende, und übergeht damit, dass auch die Neorenaissance ein Geschichtskonstrukt ist. Nur die Gotik ist Vergangenheit, Renaissance ist jetzt. Eine Auseinandersetzung mit ihren ästhetischen Qualitäten und historischen Voraussetzungen, wie sie Reichensperger so ausgeprägt betrieb, finden wir bei Gerwig nicht. Durch seine Reden im Parlament und durch seine Tätigkeit in der Baukommission hat Gerwig dazu beigetragen, dass das neue Reichstagsgebäude nach dem Ballot-Entwurf im Stil der Renaissance verwirklicht wurde. Deshalb finden wir ihn am Ende seiner Karriere als Abgeordneter und auch schon am Abend seines Lebens unter den Ehrengästen Kaiser Wilhelms I. bei der Grundsteinlegung am 9. Juni 1884. Und jetzt habe ich ja gemeint, man soll sich diesen Ausspruch von Reichensperger merken, dass er wünscht, dass er niemals in diesem Gebäude sein muss. Ja, ich frage mich wohl, wer da jetzt reingewählt wird. Und ja, so ein bisschen die Ironie des Schicksals war eben, dass Reichensperger eben die Vollendung dieses Bauwerks 10 Jahre später noch miterlebt hat. Und Gerwig aber schon 1885 verstarb und ihm deswegen das nicht mehr vergönnt war. Robert Gerwig gehörte weder zu den herausragenden Parlamentariern des Kaiserreichs, noch war er ein Hinterbänkler, so resümiert sein Biograf Michael Tocher. In den 9 Jahren seiner Tätigkeit im Reichstag hat er Zeichen gesetzt und ein Profil entwickelt. Dieses bestand zum einen in einer pragmatischen, an sachlichen Notwendigkeiten orientierten Sichtweise. Die Themen, zu denen er sprach, kannte er bis ins Detail. Sein Satz,
Ich als Techniker charakterisiert seine Tätigkeit im Reichstag. Immer ging es ihm darum, Projekten zum Durchbruch zu verhelfen, nicht darum, solche zu bremsen. Dabei fällt auf, dass er von Sparsamkeit des Staates offenbar nicht so viel hielt. Während andere Redner Mahnen an die Kosten erinnerten, sprach sich Gerwig stets dafür aus, die veranschlagten Mittel auszugeben. Zeigt sich darin eine Prägung durch die badischen Verhältnisse, fragt sich Tocher. Bekanntlich war ja die badische Staatsbahn mit ihren aufwendigen Trassen und Doppelspuren diejenige mit dem größten kilometrischen Anlagekapital. Das heißt, jeder Streckenkilometer war hier teurer als irgendwo sonst in Deutschland. Vielleicht hatte der Kommentator der Schweizer Grenzpost 1875 beim Ausscheiden Gerwigs aus der Bauleitung der Gotthardbahn, dessen Ausgabefreude zwar polemisch, aber doch richtig hergeleitet, als er schrieb, Zitat, Herr Gerwig stammt aus der badischen Staatsingenieurschule, welche dafür bekannt ist, dass sie sehr solid und sehr schön baut, aber um die Kosten sich blutwenig kümmert. Das Geld ist ihr nur eine Chimäre und im Staatsbau allein ist's ihren Zöglingen deshalb recht wohl, weil dort ein einfacher Landtagsbeschluss stets neues Geld herrschaft, wie Weiland der Stab Moses Wasser aus dem Felsen schlug. So soll denn auch das Meisterstück Gerwigs, die Schwarzwaldbahn von Donaueschingen nach Offenburg, eine prachtvolle Anlage sein, aber heidenmäßig viel Geld gekostet haben. Zitat, das sieht man ja auch ein bisschen bei der Folge über Emi Kessler, wo dann auf einmal der Staatshaushalt ein bisschen zusammenbricht und das Eisenbahnwesen gleich mit in den Abgrund reißt. Also da offenbar kann man nicht, ist diese Kritik nicht ganz unbegründet gewesen. Die ausgeprägte Sachorientiertheit Gerwigs schließlich verleitet zu dem Schluss, er sei ein unpolitischer Abgeordneter gewesen. In der Tat gibt es nur wenige Äußerungen von ihm, die grundsätzliche politische Einstellungen zeigen. Ihm ging es um die Rheinkorrektion, die Finanzierung der Gotthardbahn, die Frachttarife für Weißblech und die Kuppel über dem Reichstag. Aber er steht nicht für mehr Rechte für die Abgeordneten unter dieser Kuppel. Dennoch wäre es verfehlt, ihn unpolitisch zu nennen, so Tocher. So wie er sich für die Renaissance als den offiziellen Baustil einsetzte, weil sie modisch und imposant war, so war er auch ein Anhänger der bestehenden Herrschaftsordnung mit ihrer siegesdeutschen Selbstdarstellung. Auch als Parlamentarier blieb er der Staatsdiener, als der er einst angetreten war, und zeigte Züge des süddeutschen Geheimratsliberalen, eines aufgeklärten und für die Entwicklungstendenzen und Ideen der Zeit aufgeschlossenen Beamten, für den aber die Erhaltung der Ordnung und der Autorität des Staates das oberste Ziel darstellt. Mochten Bamberger und Bebel, Virchow und Windhorst mit Bismarck streiten und die politischen Zustände kritisieren, Gerwigs Sache war das nicht. Ihm ging es um die Verbesserung der materiellen Verhältnisse durch und für den Staat. Er richtete sich im Gehäuse des Konstitutionalismus ein und wusste die Möglichkeiten, die dieser trotz aller Beschränkungen bot, wirksam zu nutzen. Das ist auch politisches Verhalten und im Kaiserreich eher die Norm als die Ausnahme, so Gerwigs Biograf Tocher. In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1885 starb Robert Gerwig überraschend mitten in den Arbeiten um die Planung und den Bau der Höllentalbahn. Aufgrund des plötzlichen Todes machen Selbstmordgerüchte die Runde. Doch überwog sowohl im In- als auch im Ausland vor allem die Trauer um das Ableben Gerwigs mit 65 Jahren. Geradezu hymnisch klingt der Nachruf auf Gerwig im Wochenblatt für Baukunde vom 11. Dezember 1885. Zitat, Baden und mit ihm Deutschland hat einen hervorragenden Fachmann verloren, Oberbaurat Gerwig in Karlsruhe. Er schwang sich zu einem der ersten unserer Eisenbahntechniker auf. In seiner Heimat bekleidete er die wichtige Stellung eines Baudirektors und Vorstands der technischen Abteilung der Generaldirektion der Staatseisenbahn. Zitat Ende. Seine letzte Ruhestätte fand dieser rastlose Mann schließlich auf dem Karlsruher Hauptfriedhof, wo er neben seiner Frau mit anderen illustren Persönlichkeiten wie dem Dichter Josef Viktor von Scheffel oder dem Fahrradpionier Karl Friedrich Freiherr von Dreis begraben ist. Und damit endet auch meine Biografie oder meine Zusammenfassung der Biografie von Robert Gerwig. Ja, vielen Dank dir für die Folge. Ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich über die Hälfte unserer Karlsruher Underdogs nebenan auf dem Hauptfriedhof liegen, weil das ja zum Beispiel auch Kunigunde Fischer oder Karl Friedrich Müller begraben, viele andere auch, und ja, reiht sich damit ein in eine Reihe von wichtigen Karlsruher Persönlichkeiten, die wir in diesem Podcast vorstellen. Und
wie eigentlich bei fast jeder Geschichte kommt man am Ende zum Fazit, ja, wieder mal dieses 19. Jahrhundert, da passiert erstaunlich viel. Ich meine, also sowohl auf technischer Ebene, verkehrsmäßig und natürlich auch der politischen Macht sieht man einfach anhand dieser Biografie, wie ich finde, sehr, sehr schön, einfach mit was für Umbrüchen, Transformationsprozessen und Neuanfängen, was wir da eigentlich zu tun haben. Und das finde ich ja so sehr schön dargestellt. Ja, danke. Was ich auch sehr spannend fand, ist, wir haben halt hier irgendwo den Technokraten Gerwig, vor allem in den 20er, also 1920er Jahren, wird das ja auch wieder ein Thema, diese Technokratiebewegung, dass eben Ingenieure am besten entscheiden können, weil sie eben nur die Sachlage betrachten. Das sieht auch in den 60ern bei Karl Steinbuch, den hat mir auch mal eine Folge. Exakt, und das fand ich da eben auch sehr, so spannend, diese ganze Verbindung von allem irgendwo, vom Liberalismus, vom Staatsdiener. Der hat halt unheimlich viel verknüpft und verbunden und das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Ja, ich fand es auch immer wieder schön mit diesen persönlichen Anekdoten. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was die wohl jetzt sagen würden, wenn sie heute in Berlin das Bundeskanzleramt und das Paul-Löbe-Haus im Reichstag sehen würden. Wahrscheinlich würden dann beide irgendwie einen Herzinfarkt bekommen von dem Architekturstil, aber vielleicht werden sie sich da einig. Das ist so zusammen vereint in dieser Sache. Ja, genau. Vielleicht noch kurz zu den Quellen und der Literatur. Also das Standardwerk zu Gerwig ist sicherlich die Biografie aus der Feder des badischen Eisenbahnhistorikers Albert Kunze-Müller mit dem Titel Robert Gerwig, ein Pionier der Technik. Das erschien schon 1949, aber ist, glaube ich, immer noch, kann man immer noch als Standardwerk bezeichnen. Dazu gibt es von Ulrich Böing, dem Landesoberkonservator oder dem ehemaligen Landesoberkonservator, unter dem Titel Badische Heimat, Badische Köpfe, Robert Gerwig, eine zweiteilige Biografie über Gerwig für die Badische Heimat, also dieses Heft verfasst, was man auch online ohne Probleme sich anschauen kann und nachlesen kann, wenn man möchte. Und eben in der badischen Heimat ist auch der Aufsatz erschienen, den ich eigentlich hauptsächlich benutzt habe, weil ich da vor allem sehr spannend fand, diese Verbindung auch mit dem politischen Leben, was in den anderen, was zum Beispiel in den Aufsätzen dann von Böing weniger die Rolle gespielt hat, weil er eher auf die Technik referiert hat, von eben der Aufsatz von Michael Tocher in der badischen Heimat, in dem es eben auch vor allem um diese politischen Aspekte und allgemein diese Einbettung von Gerwig in die Zeit ging. Und das fand ich sehr, sehr lesenswert. Kann man auch online lesen, wenn man möchte. Ist gut zugänglich. Und was auch noch vielleicht für Liebhaber von historischen Briefwechseln interessant sein könnte, dass man den Briefwechsel zwischen Escher, also diesem Schweizer Unternehmer, und Gerwig unter dem Link briefedition-alfred-escher.ch auch online einsehen kann und durchlesen kann. Ich dachte mir ja schon, das ist eigentlich ein guter Tipp für den Sommer, an heißen Tagen, wenn man mal irgendwie spontan einen Trip zum Bodensee plant, kann man von Karlsruhe aus direkt nach Konstanz fahren. Man da fährt eigentlich hauptsächlich dann über diese Schwarzwaldstrecken. Ist, glaube ich, so ziemlich die schönste Eisenbahnstrecke, die man in Deutschland überhaupt haben kann. Und man kann einfach super easy mit der Regionalbahn hinfahren. Kann man vielleicht auf dem Weg nochmal sich einen Podcast anhören. Oder wer vielleicht nicht so weit reisen will, geht einfach in Karlsruhe zum Gerwigbrunnen und versucht sich da abzukühlen. Aber das ist auf jeden Fall dann unser Sommertipp. Genau, ja, dann wär's das auch von meiner Seite. Und wenn du noch was hast, Martin, oder unser obligatorisches Ende. Ja, also ich hätte jetzt auch nichts mehr inhaltlich hinzuzufügen, nur wie immer unser Schluss-Credo. Ihr könnt uns natürlich immer gerne bei Spotify, YouTube, Audible oder live beim Campus Radio hören. Zusätzlich kann man auch einen RSS-Feed herunterladen und abonnieren. Dann könnt ihr uns auf allen klassischen Podcast-Plattformen wie beispielsweise Apple oder Google Podcasts hören. Dazu geht ihr am besten auf die Webseite vom Campus Radio Karlsruhe und sucht da unter dem Reiter Podcasts. Dort tauchen wir irgendwo auf und da findet man einen RSS-Feed.
Feedback könnt ihr uns natürlich immer auch gerne schicken, da am besten an die Mailadresse karlsruheunderdogs@posteo.de oder auf Twitter sind wir zu finden unter dem Handle @ka_underdogs. Dann bleibt noch zu sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Monat dann. Ja, hört wieder rein. Wir kommen hier in Karlsruhe. Wir haben uns nicht entmutigen lassen. Karlsruhe Underdogs. Der Geschichtspodcast auf Campusradio Karlsruhe.